Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mario Galaxy. Ich glaube, wir machen den andermal und schauen uns erstmal jetzt hier die Schlinger-Sandgalaxie an. Dann muss ich hier spontan an Welt 2 aus Super Mario Bros. 3 denken. Das ist ja auch alles mit so Wüste und alles. Die Riesenfalle des Sandolms. Des Sandolms, nicht des Sandolms. Oh, das schwebt einfach nur. Ich dachte, das ist eine richtig schöne Wüstenwelt. Gab es ja Mario 64 auch eine. Eine Wüstenwelt. Die fand ich cool. Da kann man rumfliegen mit der Flügelmütze. Hui. Wow. Wow, okay. Wir rennen hier den Sand entlang, der uns mitträgt. Und da gibt's was, da gibt's Sternteile. Ui. Wow, Feuerbälle. Es wäre cool, wenn sie diese Gegner wieder gibt aus Mario Bros. 3, diese Feuerteile, die so, diese Feuerschlangen halt. Oh, komm, geh da raus jetzt. Geht nicht, oder was? Ja toll, nu. Kommst nicht da raus? Doch, jetzt. Geht doch. What the? Gab es nicht was ähnliches bei Mario 64? Kaktus! Oh Gott! Oh Gott! Kaktus! Komm schneller! Oh Gott! Okay, weiter, weiter, weiter. Da oben fliegen. Okay, wir sind fliegende Hähne, die aus irgendeinem Grund Bomben rauskacken. Ich will nicht wissen, was die gegessen haben. Oh, die Kometenmünze ist relativ einfach. Ja, und der Sprung war total sinnfrei. Ah. Leave me alone. Das ist eine Feuerblume aus irgendeinem Grund. Mal schauen, was da zum Zerstören kommt. Düdel. Und weg. Okay. Warte mal. Ich kann hier die Fackeln anzünden. Das gibt mir ein Leben. Na dann war es doch okay. Dafür habe ich es gern gemacht. So, dann warten wir da. Da springen wir drauf wahrscheinlich. Um da hochzukommen. Oder auch nicht. Okay, es wird hart. Oh, das hat mich fast zerquetschen lassen. Komm schon, darüber. Yeah. Da hoch. Da hoch. Konzentration, meine Damen und Herren, es geht weiter. Aktiviert, umgeguckt und hindurch. Yeah, oh mein Gott. Riesige Sandrutsche. Auch hier muss ich wieder an Mario 64 denken. Das war eines der ersten Secrets, die man entdecken konnte. So eine Rutschbahn. Dazu die geniale Musik. Oh mein Gott, das sind riesengroße Smiley-Walzen. Und sie müssen Mario echt hassen. Was hat Mario diesen Smiley-Walzen getan, dass sie mich so verabscheuen? Oh, da gab's Sternteile, komm all zu mir. Oder wie wird immer schmaler sich gerade, oh Gott. Ja, da oben geht's weiter, aber hier gibt's vielleicht auch noch ein bisschen was. Nö, Münzen. Es sieht sehr hübsch aus und da scheint jetzt ein Bosskampf zu kommen. Was willst du haben? 30. Nee, ich schaffe den Boss noch mit 3 Energie. Das passt schon. Oh nee, Treibsand. Ich hasse Treibsand. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Sandolm.
Mein Gott, bist du hässlich. Fireflower. Okay, ich muss ihn in den Mund feuern. Geben wir ihm ordentlich. Da, er wirft mit Stacheln. Ein goldenes Stachelding. Oh mein Gott. Jetzt wir ordentlich hier Flammen in den Mund. Yeah, cool, 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 cool. Und oh, warst du schon? Oh nee, oh Gott, er packte die Sandkanonen aus. Jetzt wird er richtig sauer. Genau, es wirft er hier noch mit Bomben. Ich glaube, das war's, oder? Ja, das war's, glaube ich, endgültig. Da kommt der Stern rausgeschossen im hohen Bogen. Und der Treibsand ist versiegt. Boah, mein Kopfhörer tut mir so weh. Boah, aber das sind ja nicht meine, sondern die von meiner Freundin, weil mein Mikro hat ja keinen so einen Popschutz vorne. Und die drückten mir so auf die Ohren. Oh. Und jede Menge Sternteile, die wir auch gleich mal in meine Sternteilebank einzahlen. Oh ja, welch eine Freude, da ist ein Kometen-Schabernacks-Ding aufgetaucht. Hey! Da war nicht schon wieder so ein Luma auf dem Weg, habe ich gesehen. So ein Vielfraß-Dingens. Den nehmen wir doch gleich mal mit. Der will 1500 haben. Fehlt ja nicht mehr so viel. Ja, bla bla bla, du bist fressen und so. Was geht denn da oben jetzt? Da geht noch mehr in der Schlingersandgalaxie. Die spektakuläre Schlingersand-Safari. Oh Gott, ich muss rutschen ausweichen. Wenn ich jetzt auch noch nebenher da das mit der Wiimote machen muss, kriege ich aber voll die Krise. Okay, wir beginnen wieder auf dieser mysteriösen Sandröhre. Und ich glaube, ich muss diesmal hier oben lang und nicht auf den Sand springen. Hui, ich habe einen Cursor, ich bin super. Okay, muss ich doch runterspringen? I don't think so. Okay, ich sehe da. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Aber drüben war, glaube ich, auch so ein Zwischending. Röde. Ui, was geht jetzt? Ah, okay, die Schwerkraft bewegt sich mit. Anscheinend so irgendwie. Schauen wir mal, was hier geht. Oh, okay, es irritiert mich ein wenig alles. Ich bin sehr geflasht gewesen. Ich bin sicher, da gibt es noch einen geheimen Stern. Das war so flashy. Da bin ich mir ganz sicher, dass es noch mehr zu entdecken gibt. Oh, Sodele. Mitnehmen, mitnehmen, was geht. Und dann da hoch. Ey, ist hinein da. Okay, jetzt, was kommt jetzt? Gefahr, nicht runterfallen. Oh ja, danke. Muss das Ding irgendwie steuern oder so? Nee, es fällt einfach nach vorne. Ich muss da den Kakteen ausweichen. Okay, und die Kakteen zerstören es kurzfristig. Oh, und da ist ein Magic Cooper. Oh
Oh, ich hätte ihn nicht töten sollen. Das war eine dumme Idee. Okay, nächstes Mal lasse ich ihn einfach leben und schaue, was für Unheil er anrichtet, bevor ich da mich töte, um ihn zu klopfen. Okay, er wirft einfach mit Feuer. Oh, und er zerstört mir die Blöcke, auf denen ich stehe. Und jetzt haben wir gleich zwei davon. Ich wiederhole, es sind drei. Okay, ihr könnt mich mal alle. Habt den Knacks oder was? Höchste Plattforming-Herausforderung hier. Oh Gott, ich muss mich so hinstellen, dass da möglichst wenig von dem Magic Koopa zerstört werden kann. Und jetzt wird es auch schneller. Wow. Okay, ich möchte gerne da mittig durch. Und dann da rüber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Ich hab's, glaube ich, gleich geschafft. Oh nein. Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Wie? What the fuck? Oh. Oh mein Gott. Das ist eine riesengroße Kettenhundkugel. Und sie wählt mich an. Und oh mein Gott. Nein, nein. Oh. Oh. Oh Gott. Bitte lass mich da sein. Bitte. Oh mein Gott. Geh rüber. Oh, es war hardcore. Ich dachte echt am Ende, jetzt hat er mich. Jo, das war's dann, glaube ich, für heute jetzt mal. Jo, 12 Minuten, passt. Das war Mario Galaxy für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye.